jellyfish have mechanisms of self-repair. They're constantly getting like bitten by turtles and chunks getting taken away. 50% of the jellyfish population are wounded. So they've gone through 500 million years living, persisting in the ocean in simplicity, and they've come up with some remarkable ways of living. There's something called the immortal jellyfish and how they age, aging in reverse, which we're just beginning to understand, where they get old and then degenerate back into a youth again. In understanding the gene pathways and how this happens, this could look at, you know, humans. We don't have this capacity to age in reverse. It's like Benjamin Button, and it's here. And it just takes the kind of focus and dedication to look at that jellyfish and to grow that jellyfish and to figure out how to use the best available scientific tools to get at this question. It's just about kind of looking super deeply and letting the secrets unfold. These animals travel thousands of kilometers, navigating open oceans that have no physical landmarks. They have that innate ability to find their way. They're only sharing our beach for a short point in time, but they need protection because man has brought an ancient species to near extinction. I got involved at a time when hostilities were very real. People came with guns and machetes to poach a turtle. We would protect these animals at all costs. Because on the high tides, when the tide comes up, this area here will be flooded, right? So when the sea turtle lays her egg, the nest requires a constant temperature. And if we recognize that this nest is in a real bad spot, we choose a spot further inland on the beach that's stable, and then we would evaluate if the eggs were able to hatch because of us moving them. And in both cases, we're always right. So as the villagers began to benefit from the tourism that turtle conservation was creating, they saw that the turtle was worth more to them alive than dead. The children really love sea turtles. We educate them, but we involve them. And by so doing, we get them to a level of interest where they want to become actively involved. When we first started this conservation work, we would encounter at the height of the nesting season 30, 40 turtles. Now we encounter over 500. That's significant. Some people argue, well, that's nature. Leave them. Why protect them? But remember, humans have to intervene sometimes to help nature keep existing. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Beyond Blue. Ja, wir sind bereit zum Tauchen und das werden wir jetzt auch tun. Day 12. Spent the last 5 days on an endless series of depth tests of Andre's deep diving suit. Guess he doesn't want me to implode on the live stream. I do hope it's giant squid proof though. The mapping drone located a brine pool near where Andre's family has been hunting. That is, before I went AWOL. Ready to die. I mean, dive. Oh. I'm in and okay. You sure I can't talk you into another test dive at this depth before we stream? Enough test dives. It's not like I'm doing a spacewalk. Well, with this suit, you probably could. Are we gonna talk about suit crush depth again? I think we can probably roll. Starting live stream. Welcome back, ocean friends. Tonight, I am deep. Midnight zone, no light from the surface deep. Tonight, we're using Andre's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm building on years of prior research. Don't forget our mission to the brine pools. Oh yes, Arena will fill you in on that later. Was bist du denn da unten? Aber wir schwimmen hier erstmal weiter. Oh Mann, diese Mauseinstellung, das ist so schnell.
Okay, mit den Lichtern können wir ja auch nicht viel machen. Okay, Andre, how do I find the Lyra drone? Look for blinking red lights in the water column. So, ich bin jetzt noch mal kurz im Menü gewesen, weil ich fand das so seltsam, dass die Musik hier auf einmal an war. Und ja, warum auch immer, sie ist wieder angeschaltet gewesen. Ich hasse es, dass es so abartig am Buggen ist immer. Andre, have you done this before? I haven't, but others have. How long until we can expect the Lyra to attract a predator? It's hard to say. It's a big ocean. But if you lose patience, I would find some real Atolla jellyfish. I have a feedback system set up to improve the lure as you scan them. Of course you do. For those watching, we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Andre's lure matches the real thing. It does. But it can always be refined. Not much confidence in humanity, but plenty in himself. Ja, da kommt mal einer. Okay. Ist jetzt nur die Frage, von wo? Got the jellyfish scans, though. Andre doesn't need them. In truth, they should improve the lure. I would not waste your time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla jellyfish. They're right. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack, in order to lure creatures big enough to eat their attacker. It might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to approve the lure. Okay, wir testen jetzt den Köder. Aber es funktioniert nicht. Ja, da müssen wir noch mal eine suchen. Was bist du denn für ein Kerlchen? Hallo, ich würde dich gerne... Kann ich den nicht anvisieren? Gespensterfisch. Ja, so ein bisschen sieht der auch so aus wie ein Gespensterfisch. Aber wieso kann ich die... ich meine, ich habe die ja schon gezoomscannt, aber das hat ihm offensichtlich nicht ausgereicht. Okay. Whose idea was it to livestream this particular dive? I am glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had the same for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a live stream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty specific saying. Reicht es ihm jetzt oder reicht es ihm jetzt nicht? Es reicht anscheinend immer noch nicht. Aber ich habe hier jetzt irgendetwas in meiner Aufnahme drin, was ich nicht rausbekomme. Heute ist es wirklich wie verhext. So, ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Also ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder für ein komischer Hinweis gewesen ist da unten. Der Köder, den wir hier testen wollen, der funktioniert anscheinend nicht. Und das mit den Zoom-Scannen funktioniert anscheinend auch nicht. Ich weiß auch nicht. Gescannt 3 von 10. Muss ich jetzt 10 Stück Zoom scannen oder wie verstehe ich das jetzt hier? I noticed that these Atollas were already making their blue alarm before you swam close. Most likely a sign that they have detected predators in the region that threaten them. Weil ich habe es jetzt so verstanden, ich muss nur eine Zoom scannen, um den Köder zu verbessern. Aber anscheinend muss ich tatsächlich 10 Stück einscannen. Oh. Ah, that gave me a chill. Fuck, was war das?
I know how much you enjoyed that, but do you mind if we check out the brine pool before we check on our whale cam? If you insist. You got what you wanted. This is my giant squid. Is that another one of your grandmother's sayings? No, but she often used this one. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. Nee, das ist F. Wo waren wir denn da? Kennen wir dich schon? Dich kennen wir noch nicht. Dich kennen wir auch noch nicht. So. Boah, was war denn das gerade? Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass es jetzt hier so dunkel ist. Ah, dich möchte ich unbedingt mal eingescannt haben. Was bist denn du? Ein Fußballfisch. Okay. Also das wäre jetzt so eine Ecke unter Wasser, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da möchte ich nicht hin, weil ich es nicht mit der Dunkelheit habe. Also grundsätzlich nicht. At long last, welcome to the brine pool. I know it's really a salt lake under the ocean, but it looks more like a witch's brew. I have been teasing Arena, but a brine pool is a diverse microenvironment within the ocean. It has its own ecosystem. And each one is unique. So that means the microbiology is unique. And could hold groundbreaking solutions to human problems. Each time I take new samples into a lab here on this ship, it's this magical discovery moment where I tingle all over. I fund my own research so I can pursue what I know to be important. And people ask me, how much money are you going to spend to collect some bacteria at the bottom of the ocean? If these bacteria hold the cure for a disease that relieves even just a small amount of human suffering, how do you put a price on that? That is some giant squid. Was sind das, Aale? Ach komm. Ist das nur ein bisschen schwimmen, Mädel? Schleimaal, ja. Die haben jetzt überall diese Unterwasser... ich wollte gerade sagen, was ist denn das jetzt hier? Das sieht hier fast aus wie... Ja gut, jetzt sieht es eher neblig aus. Gerade eben sah es so ein bisschen aus wie Dünen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor die wieder dazwischen gesprochen haben. Ich hab's ja generell nicht so mit der Dunkelheit. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwo in einem unbekannten Gebiet, also sprich im Ozean, und dann ist es da wirklich noch stockdüster... Nee, also das wäre jetzt absolut nichts für mich. So, was haben wir denn hier? Dich haben wir schon... Ja, dich haben wir schon eingescannt, genau. Was ist denn mit euch beiden da hinten? Na, kann man dich einscannen? So, Fußballfisch. So, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt schon gemacht mit den ganzen Proben? Nee, ein Schleimaal muss ich noch scannen. Okay. Die waren ja hier. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Bleib doch mal stehen hier. So, jetzt haben wir sie alle. Oh no, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da oben, okay. Ich finde es übrigens mega geil, wie das aussieht mit dem Leuchten im Anzug. Sperm whales are back on the hunt. Look for the drones. They will seek out the sound of the sperm whales and then idle nearby. We hope that today Andrea's tech will make it possible to document how a sperm whale hunts the giant squid. Ja, das ist die Drohne, ja? No need to get too close. You can activate from there. Okay. Irgendwie hänge ich hier ganz seltsam.
Let's go tag some sperm whales so we can eavesdrop on their hunting. One of our viewers wants to know if there is a problem with the links, as the waypoints keep appearing and disappearing. Aww. No problem. The drones are in stealth mode, so they will only track the whales by sound. I better swim fast. We'll keep good watch over you. Ja, das will ich doch hoffen. Da sind noch andere 27. Wo sind hier jetzt die unteren hin? Ich gehe jetzt erstmal dahin. So. Den Wal haben wir schon mal. Peilsender. Sieht heute ein bisschen komisch aus, aber okay. Oh. Wow. Ist der Peilsender noch drin? Also nicht drin, sondern drin. I think the squid knocked the camera right off. I had that camera feed in full screen on my visor and for a second I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Live stream out. Oh. Soulbecken sind wie Seen am Meeresgrund. Sie enthalten eine unglaubliche Vielfalt an Lebensformen. In ihnen gibt es den perfekten Cocktail für die Entstehung von Leben.